Hallo liebe Leute, der Sorero hier, wir spielen weiter Ark Survival Evolved und pünktlich zur Aufnahme hat es aufgehört zu regnen, bis eben hat es noch geschüttet hier. Ja, und so sieht's aus momentan. Ich bin einige Level aufgestiegen, wir gucken mal, ich bin jetzt Level 38, ich glaube ich war letztens Level 33. Ich habe ein bisschen die Tiere gelevelt und vor allem habe ich was gebaut, das zeige ich euch gleich mal. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte meinen Raptor Sandy genannt und ich hatte den Pteranodon auch Sandy genannt. So, und du kannst ein Level aufsteigen schon? Ja, wo bist du denn? Du backst da irgendwie gerade ein bisschen rum. Gesundheit, Ausdauer, Nahkampf machen wir erstmal. Nahkampf, das verdorbene Fleisch kann da raus. Das bringe ich mal noch schnell weg. Und ja, Level 38, vielleicht wisst ihr es, mit Level 34, nein, nicht 34, Blödsinn, 35, kann ich den Pteranodon-Sattel machen. Und den habe ich gelernt. Und ich habe alles Zeug dafür. Tierhaut 230, das war easy, da hatte ich genug. Fasern 125, auch kein Thema. Aber Chitin, Keratin, da hatte ich irgendwie so 20 insgesamt. Das hat nicht gereicht. Deswegen habe ich da ganz viel gefarmt, also was heißt gefarmt, ja, Tiere getötet, Schildkröten und ein paar Tracks und dann habe ich noch irgendwo diese kleinen Krabbelfiecher da gefunden, die auch was geben. Und jetzt habe ich genügend, 75 und jetzt stellen wir den Pteranodon-Sattel her und dann werden wir, und das ist absolute Premiere, werden wir diesen Pteranodon, ich habe ihn Wingman genannt, nehmen. Und werden losfliegen mit dem. Und das ist echt, das ist für mich das allererste Mal. Bevor wir das machen, Sekunde, ich packe mal noch das restliche Zeug weg. Nicht, dass ich hier gleich überladen bin, wenn ich da aufsteige. Ich hoffe nicht, aber so Stroh weg, Fasern, Tierhaut, Keratin, Steinpfeile habe ich. Okay, gut, so, das kann man so lassen. Die eigentlich schon wieder, Dodos, habt ihr eigentlich schon wieder ein Ei gelegt? Nee, vor, also irgendwie, einmal haben sie so, hatte ich das Gefühl, im 5-Minuten-Takt Eier gelegt. Hier. Ah, ich bin auch ein Level aufgestiegen. Hat der Sattel jetzt so viel gemacht? Was level ich denn mal hier? Ausdauer level ich, so. Wir nehmen aber gerade nichts. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das allererste Mal für dich, dass ich tatsächlich... Du kriegst mal noch ein bisschen Fleisch. Dass ich tatsächlich losfliegen will. So, ich hoffe... Inventar öffnen. Ich habe doch jetzt einen Sattel ausgerüstet. Warum kann ich den jetzt hier nicht reiten? Aufsteigen. Folge. Dann kommst du mal erstmal mit. Vielleicht backt der da so fest, dass er nicht aufsteigen kann. So, genau. Setz dich mal hin. Reiten. Jump. So, landet man. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen üben. Dann kann man nämlich laufen auf dem Boden. Da. Und dann macht man so. Und dann fliegt man. Und fliegt hoch. Also es ist das allererste Mal, dass ich fliege. Und das ist einfach cool. Und mit C macht man so eine Angriffsrolle. Auch cool. So, Leute. Wunderbar. Hier ist eine Schildkröte direkt vor meiner Basis. Welches Level hast du denn? Ich glaube, man darf nicht das Wasser berühren, sonst stürzt er ab. Kann ich von dem aus das Fernglas nutzen? Ja, kann ich. Ich muss ihn nur einmal erstmal finden. Also das Fernglas, ah da, Level 3. Na gut, aber wenn du im Wasser bist, dann lassen wir dich mal lieber so. Jetzt können wir da hochfliegen. Ich werde wahrscheinlich über kurz oder lang dieses Ding hier, was sowieso noch rumbackt, einfach abbauen. Weil wenn ich jetzt fliegen kann, dann macht es keinen Sinn mehr, das Ganze zu haben, weil jetzt komme ich ja sowieso hoch. Und dann werde ich das hier abbauen. Das sieht einfach cool aus.
Schöne Farbe hat, schöne Musterung. Dieses Rote, das sieht echt cool aus. Ja. Und dann werde ich das abbauen, diesen Riesenturm, den ich da gebaut habe, einfach zerstören, die Basis ein bisschen wieder komprimierter fertig bauen, sinnvoll bauen. Das Ganze, was ich da quer gebaut habe, abbauen. Kannst du auch schneller fliegen? Ja, du kannst auch schneller fliegen. Aha. Okay. So, können wir gucken, wie er angreift. Vor allem mit dieser Rolle macht er ziemlich viel Schaden. Ich wollte eigentlich irgendwo oben landen, wo die Schildkröte nicht rankommt. Aber er landet gerade unten. Das ist keine so gute Idee, weil die Schildkröte hat ja noch Aggro auf mich. Wo ist die Schildkröte? Oh, die hat immer noch Aggro auf mich. Na gut, lassen wir das. Fliegen wir erstmal rüber. Brauche also offensichtlich ein bisschen mehr Platz zum Landen. Und vielleicht auch ein bisschen Übung. Ah, da kann man landen. Schön. So, hier sieht man jetzt gar nichts gerade. Aber das mit der Stamina ist halt so ein Problem. Das werde ich bei dem auch ein bisschen leveln müssen. So, und oh, kommen wir geradezu. Cool. Guckte mal. Das ist eine Brücke, die ich hier gebaut habe über diesen ja, Wasserweg hier, keine Ahnung. Und die habe ich gebaut und ich bin ganz ehrlich, ich habe gecheatet. Ich habe mir die ganzen, also ist alles Stein. Ja, mal kurz absteigen hier. Alles Stein, auch die Pfeiler unten sind Stein. Das Ganze ist hier zweilagig, weil sonst die Pfeiler durch die erste Steinlage durchgucken. Hier kann man es schön sehen. Und ich habe gecheatet, weil sonst wäre ich hier nie fertig geworden. Ernsthaft nie. Aber ich habe die gebaut und das hat richtig viele Erfahrungspunkte gegeben. War richtig cool. So. Na, komm, reiten. Warum geht denn das jetzt nicht? Jetzt so. Und ja, was ich jetzt eigentlich machen will mit dem Flieger ist die Gegend erkunden. Hier das anschauen. Da zum Beispiel die Purple Loot Drops kann ich mir jetzt auch holen. Und mir dann auch viel mehr Loot Drops holen. Und ich will irgendwo hier mal gucken. Will ich mir dann auch eine neue Basis bauen? Also, was heißt eine neue, eine zweite? Ich werde die erste nicht aufgeben, aber. Was in der Nähe? Nee, oder? Nicht so. Gucken wir mal. Purple hatte ich noch nie. Alles nehmen. Hallo? Warum schreite kann ich? Warum kann ich so nicht losreiten? So, jetzt. Ich fliege lieber in die Luft, da fühle ich mich sicherer. Und dann gucken wir mal. Was haben wir bekommen? Eine einfache Flinte mit Munition. Bauplan mit Teilbewässerungsstruktur. Okay, ist jetzt nicht so der Hit, aber ist was. Gucken wir mal, ob wir den gleich auch noch holen können. Den grünen. Habe im Übrigen wieder eine Lederrüstung, die habe ich auch in dem grünen Loot-Top gefunden. Ganz cool. Habe nur Angst, dass der einfach schon weg ist, bis ich da bin. In der Gegend hier war ich logischerweise noch nie.
Das ist, guck mal da unten, der Shark, der Megalodon, der Hai, cool. Ja, ich glaube, da muss ich dann erstmal landen und regenerieren. Wobei, hier sieht es ja relativ friedlich aus. Wenn da die Schildkröten rumlaufen, kann da eigentlich nichts richtig Gefährliches sein. Und Dodos auch, also von daher so. Ja. Holzrampe, aber habe ich glaube ich schon. Die Holzrampe habe ich glaube ich schon. So. Reiten. So. Reiten wir mal wieder los. Sieht eigentlich aus. Könnte gucken, ob ich den mal ein bisschen levele, aber. Ich will nur nicht aus Versehen die Schildkröten angreifen. Ja, allzu viel Schaden macht er noch nicht, glaube ich. Dodo getötet. Und jetzt backe ich hier gerade im Baum fest. Ja, also, wie gesagt, das ist eine der Sachen. Was ist denn hier für eine Steinsäule? Okay. Das ist eine der Sachen, die ich machen muss, den Leveln. Und das kann man natürlich besser machen, wenn man fliegt. Ich weiß gar nicht, ob der durchs reine Fliegen auch Level kriegt. Das wäre mal ganz interessant. Das würde ich gerne mal wissen. Vermisst. Okay, müssen wir erstmal Stamina regenerieren. Entfernt. Und pups. So. Du kriegst auf jeden Fall. Hier, gib mir dir mal eine Menge hohes Fleisch. Stein brauchen wir nicht. So. Ansonsten sieht es ja hier sehr friedlich aus. Bis auf den Hai da im Wasser. Dodo Level 21. Ich habe mich schon gefragt, wie lange ich brauche, um den zu töten. So. Gut. Und der weiße Lootstrahl braucht noch ein bisschen, bis er unten ist. Prinzipiell wäre ja natürlich blau oder purple viel interessanter. Den haben wir sofort gekriegt. Okay, da waren wir zu weit weg. Ich glaube, ich muss auch erstmal wieder mich ausruhen. Und das sollte ich vielleicht nicht direkt neben zwei Dinos machen. Mal gucken. Also das mit dem Fliegen und Angreifen, das muss man sicherlich auch ein bisschen üben. Die Haie im Wasser.
muss man schon, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Erfahrung bekommen. Na, nicht wirklich viel. Das Fliegen kriegt man auch keine Erfahrung, oder? Kriegt man das Rolledrehen Erfahrung? Alles sehr wenig. So, der Lootstrahl, der weiße, ist unten. Landen wir mal und steigen mal ab. Und holen uns den mal. Also gucken mal rein. Leuchtpistole, weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine. So, reiten. Ach so, auf dem Boden kann ich nicht angreifen? Okay. Wo ist er hingerannt? Da rennt er im Wasser. Sollten wir vielleicht nicht in der Nähe des Prontos machen? Der braucht dringend mehr Ausdauer. Aber sehr dringend. Okay, so. Ja, ich glaube, das Leveln hier wird relativ lange dauern. Von daher. Da ist noch ein grüner. Da sollten wir doch hinkommen. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Mir die ganzen Loots holen und da mal hoffentlich ein paar Items kriegen, die man so nicht unbedingt hat. Dabei natürlich aufpassen. Ich sehe nichts, na toll. So. Ich sehe nichts. Oh, das hat ihn ganz schön mitgenommen. Stein brauchen wir nicht. Fasern brauchen wir nicht. Holz brauchen wir nicht. Ja. Also das war kein sinnvoller Loot. Der war nicht praktisch. Der hat sich nicht gelohnt. So. Ich muss mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Das Gefühl, ich verirre mich hier gerade. Nee. Da bin ich. Genau. Also hier drüben ist die Insel. Ja toll, jetzt ist neblig. Hier drüben ist die Insel. Da ist der Berg, wo ich schon mal Metall bekommen habe. Und Kristall. Und da will ich auf jeden Fall hin. Da will ich auf jeden Fall irgendwo da unten vermutlich bauen. Ich sehe hier gerade gar nichts.
Okay, also ist gerade Nacht und man sieht gerade gar nichts. Von daher kann ich euch das gerade nicht zeigen. Wenn man hier drüber fliegt, was ein bisschen dauert. Da ist ein blauer. Mann, oh Mann, der nächste. Komme ich da ran? Oder ist der noch weit weg? Wenn man hier drüber fliegt, müsste man irgendwann. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, da drüben. Nein! Du hast dich selbst getötet. Okay, das war echt dämlich. Deswegen. Oh Mann, oh, was mache ich jetzt? Wett. Wiederbeleben. Okay, Leute, ich muss jetzt erstmal mich selber wiederfinden. Und das in dieser Suppe hier. Sandy, du musst mir helfen. Und mein Pteranodon wiederfinden. Das wird nicht so lustig. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Okay, aber warte mal. Bevor wir das machen, gucken wir mal. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall was zu essen. Feuer anzünden. Das verdorbene Fleisch kann weg. Wir werden auf jeden Fall was zu essen brauchen. Ich werde versuchen, mein Zeug wiederzufinden. Ich hoffe, das funktioniert. Es wäre echt schade, wenn ich das Zeug verliere. Es war nämlich eine Menge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich erfolgreich. Vielen Dank fürs Zuschauen.